Hallo liebe Zuschauer und willkommen auf der Holzhausen Map für den Landwirtschaftssimulator 15. Ja, wir beginnen jetzt die Let's Play-Reihe oder die Single-LP-Reihe hier auf der Holzhausen Map, die einigen von euch noch aus dem LS13 bekannt sein dürfte. Und wie es der Name schon sagt, Holzhausen, werde ich mich jetzt hier natürlich erstmal um die Holzverarbeitung kümmern und werde hier den ersten Baum fällen und zum Sägewerk bringen. Dafür habe ich mir hier den Case 160 CVX Puma gekauft und hier den Steindl Palfinger. Ich habe einen ganzen Kredit aufgenommen dafür, man sieht es vielleicht hier. Kontostand liegt jetzt bei 22.000, nachdem ich für 234.800 neue Fahrzeuge gekauft habe. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, verbaut haben wir schon den Drive Control Mod von Upside Down sowie einige weitere Skripte und ich blende vielleicht jetzt hier nochmal den HUD ein. Wir sehen im Prinzip links bei der Geschwindigkeitsanzeige unten, sehen wir links davon die Gaskontrolle und rechts die Getriebekontrolle. Das heißt, es ist ein Gaslimiter und ein Getriebelimiter. Bedienen kann ich das Ganze hier über den Joystick, zumindest habe ich es mir draufgelegt. Wenn ich den Gaslimiter runternehme, jetzt mal auf 40%, ist die Gasannahme gehemmt und er beschleunigt nicht so schnell hoch. Bietet sich hier für die Straßenfahrten an. Und der Getriebelimiter, das können wir auch nochmal machen, erst nehme ich den Gaslimiter nochmal hoch. Der Getriebelimiter, der limitiert im Prinzip das Getriebe, so dass er mit voller Last, aber nur in einer bestimmten Geschwindigkeit unterwegs ist. So zum Beispiel 9 km/h, aber voller Last, das macht sich eben auf dem Feld, bei Feldarbeiten ganz gut. So, das nehmen wir aber jetzt nochmal hoch. Dadurch, dass wir hier nur fahren, benutzen wir eher den Gaslimiter. Und den setze ich eben nochmal runter. Und fahren wir hier mal los und suchen uns eine hübsche Stelle aus. Fahren wir gleich hier in den Wald rein. Bleiben hier mal stehen. Schalten den Traktor ab und werden jetzt hier mal den ersten Baum fällen. Wir nehmen uns gleich den hier vor. Dazu haben wir hier unsere Kettensäge. Ich setze sie mal so ein bisschen schräg an. Und los geht's. Okay, ist nicht viel passiert. Am besten setzen wir das Ganze nochmal an. Ich habe die Holzverarbeitung hier noch nicht gespielt, beziehungsweise Forstwirtschaft. Irgendwie fällt den Baum nicht. Nanu. Warum nicht? Jetzt. Jetzt fällt er. Hallo? Fallen. Ja, setzen wir hier nochmal an. Ja, man sieht schon, ich komme nicht aus der Forstwirtschaft. Aber okay. So, jetzt aber. Gut, nächster Schritt. Entasten. Ja.
Und dann schneiden wir den Baum jetzt hier mal in ein paar Teile. So, dass wir den besser verladen können. Im Ganzen können wir natürlich nicht verladen. Bleib liegen. So, das sollte reichen und dann ziehen wir mal unser Gespann dahin. Achso, ich bin hatte auch noch mal einen. Und zwar hier über den Steuerknüppel bzw. über den Getriebeknüppel kann ich die Fahrtrichtung steuern. Rückwärts. Ich auf die Bremse gehe, bleibt auf der Bremse. Vorwärts. So. Ich steuere alles über den Joystick. Haben wir den ersten. Vielleicht starte ich doch dazu mal den Motor. Ich finde das irgendwo realistischer, wenn der Motor dazu läuft. Der bleibt jetzt im Übrigen auch an mit dem Drive Control Mod. Wer da ein paar mehr Details dazu sehen möchte, Upside Down hat dazu auch ein Video gemacht, in dem er seinen Mod beschreibt, beziehungsweise sein Skript. Kann ich nur empfehlen. Das ist vielleicht nicht so toll. Oh nein, er wollte weg. Na gut. Hoppla. So, jetzt haben wir dich. Feingefühl ist hier gefragt. Da muss ich noch ein bisschen in die Routine kommen. Ab da.
Zack. Ja, das Ganze läuft schon mal gefühlt besser als als im Forst Mod beim LS13. Zumindest mein Empfinden. So. Stützen einklappen. Oh, Vorsicht. Das ist vielleicht ein bisschen lang. Versuchen wir es nochmal. Bekommt der Asse. So, jetzt müssen wir hier erstmal das Teil wieder. Ja. Ja, wie gesagt, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Und probieren wir jetzt nochmal zu heben. So, wir halten das jetzt hier einfach mal fest und ich würde sagen, naja gut, der hätte noch ein ganzes Stück zur Wand gekonnt. Optimal ist das nicht, wir kennen das Problem ja aus dem LS13 beim Forstmod, aber ich fahre das Ganze jetzt hier so mal zum Sägewerk und hoffe, das hält und fällt nicht alles auseinander.
selber nochmal den HUD einblenden. Hoppla. Okay. Sehr schön, dass wir jetzt hier im Spiegel beobachten können, was die Baumstämme da hinten drauf machen. Das sieht soweit gut aus. Machen wir mal die Rundumleuchte an. Oh, viel Verkehr. Ja, jetzt mogeln wir uns. Na, ne, den lassen wir noch vorbei. Mal hier schon mal ein bisschen den Gaslimiter hochziehen. Beziehungsweise runterstellen. Heißt, ich regel das Gas jetzt hier also wirklich sehr viel über den Limiter. Dort sehen wir auch schon in der Entfernung die BGA und ebenfalls von Upside Down ist bereits das BGA Extension Script verbaut, beziehungsweise habe ich mir das runtergeladen. So, Gaslimiter wieder ein Stück angezogen. So können wir also erreichen, dass der Schlepper hier ganz dezent oder homogen beschleunigt und nicht gleich auf Vollgas geht. So, Sägewerk wie gehabt, wie im LS13. Dann versuchen wir hier mal ordentlich ranzufahren. So, das sollte reichen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die wieder einzeln ordentlich greifen können. Ich werde dann auch perspektivisch mal mit einem kleineren Frontlader, vielleicht dem Lizard. Ne, ist es der Lizard noch? Der Liebherr ist das jetzt noch. Mit dem Liebherr und einer Zange vorne dran die Baumstämme einzeln vom Hänger greifen. Ablegen.
Steuerung ist wirklich noch sehr ungewohnt. Über den Controller hier. Beziehungsweise über den Joystick. Schwerer als gedacht. Gedacht war es so schön einfach. Oh, Vorsicht, Vorsicht. So, ich blende mal den HUD ein. Ihr könnt zwar meinen Geldstand nicht sehen, da ich ja das kleine Fenster offen habe, aber ich bin bei 22.138. Lassen wir den mal hier reinrollen. Jetzt bin ich bei 39.379. Das heißt, das Geschäft hier mit dem Holz scheint sich doch zu lohnen. Ich finde es auch hier mit dem Sägewerk schöner, als einfach nur in eine markierte Fläche reinzufahren. Oder dergleichen. Oder das einfach in den See zu werfen, was natürlich auch geht. Also hier jetzt nicht, aber auf anderen Maps. Hier finde ich es auf jeden Fall mit dem Sägewerk einfach schöner. Man muss vorsichtig sein. Mal einblenden. 59.000. So ist das gut. So gefällt mir das. Oh, sachte, sachte. Mal schauen, ob wir die zwei Stämme gemeinsam in den Griffen bekommen. Naja, das sieht gut aus. Ah, nein. Ruhig, 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 ruhig. Na. Jetzt wird es mit der Sicht natürlich ein bisschen schwierig. Komm schon. Werde ich nicht. Ach, Freunde, das muss ich wohl alleine machen. Jetzt bin ich bei 74.000. Also wir sind von 22 auf 74 durch diese 3, 4, 5, 6 Baumstämme. Den hier muss ich mal sehen, wie ich den noch greife. Aber es scheint wirklich ein lohnenswertes Geschäft zu sein mit dem Holz. Deshalb werde ich das hier auf der Holzhausen auch weiter betreiben. Später dann Hackschnitzel machen für das Kraftwerk. Und ja, ich hoffe, euch hat der erste Single-Play-Part gefallen und auch die Map dazu.
Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.